Erst vor gut einem halben Jahr ist das kleine Theater unter der Leitung von Intendantin Nirit Sommerfeld in eine neue Ära gestartet. Im Programm ist der frische Wind bereits zu spüren. Die vier jungen Autoren Caroline Hensler, Benedikt Veiten, Anja Zeltner und Roland Halbig präsentierten ihre Texte im neu gestalteten Café des kleinen Theaters. Im Anschluss gab es bei leckeren Longdrinks noch Party mit DJ Matu. Das Publikum zeigte sich begeistert von dem mutigen Konzept. Ich fand es sehr schön, verschiedene Künstler zu sehen und Autoren zu sehen und zu hören. Und fand ich gut. Die Lesung war klasse. Ganz viel Talent und ganz locker und sehr intelligent, sehr den Leuten aufs Maul geschaut. Hat mir gut gefallen. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also es führt so, ich weiß nicht, ist so ein bisschen Gegensatz, aber ich finde es sehr angenehm. Bei einer Veranstaltung in Erlangen hatte Intendantin Nirit Sommerfeld die jungen Literaten entdeckt und ins neu gestaltete Café des kleinen Theaters geholt. Die Idee, Literatur und Party zu kombinieren, stammt von Anja Zeltner. Wir wollten einfach Lesungen für Publikum interessant machen, das normalerweise nicht auf Lesung geht, also jüngere Leute. Genau, und haben uns dann überlegt, wie wir das machen können und haben uns dann gedacht, da wir auch verschiedene schlechtere Erfahrungen mit Institutionen gemacht haben, dass wir das alles wieder zu den Leuten zurückholen wollen, in ihre Wohnungen, in ihre WGs und das alles in lockere Atmosphäre packen wollen mit Party. Die Zuschauer freuen sich schon auf den nächsten außergewöhnlichen Literaturabend im kleinen Theater und auch die jungen Literaten würden jederzeit gerne wieder nach Haar kommen. Ich finde es hier sehr gemütlich. Die roten Vorhänge, roter Teppich und das sehr klein, sehr heimelig. Ja, könnte man öfter was machen. Ich denke schon, wenn sich da einige Leute finden könnten, dass man hier auf jeden Fall öfter herkommen könnte, ja. Das ist ja wirklich ein schönes Gebäude. Ich finde eigentlich so alte Venues immer ganz ansprechend. Ich glaube, in München würden sich viele freuen, wenn sie so ein altes, ehrwürdiges Gebäude hätten. Und es hat nichts von den Mehrzweckbauten, die viele Gemeinden so haben, sondern es ist wirklich, wirklich, wirklich schöne Atmosphäre. Ich würde sehr gerne jederzeit wieder herkommen. Also es gefällt mir sehr gut. Ja, ich finde es ein tolles Angebot. Ich finde es sehr schön. Also ich finde es auch richtig schön, weil das Café so, man kommt rein und fühlt sich zu Hause und es ist tatsächlich auch so ein bisschen Wohnzimmergefühl. Also man fühlt sich einfach sehr, sehr wohl und ich habe irgendwie, also ich kenne jetzt München gar nicht gut. Ich war hier zwar viel, aber ich habe generell so ein bisschen das Gefühl, dass hier sehr viel, ja irgendwie, also dass hier sehr viel passiert gerade, dass hier sehr viele Menschen dahinter sind, so ein bisschen mehr Kultur auch nach Haar eben zu holen und auch wirklich interessante und originelle Dinge hier organisieren wollen. Das halt auch mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft tun und das finde ich halt wahnsinnig sympathisch. Also ja. Nirit Sommerfeld möchte auch weiterhin neue Ideen und Impulse ins kleine Theater bringen, um das Haus aus seinem Dornröschenschlaf zu holen. Das hat den Leuten gut gefallen. Es war auch eine gute Dramaturgie drin. Also es waren am Anfang etwas schwerere oder nicht so zugängliche Texte. Und der letzte Text war einfach wahnsinnig witzig. Also es wurde sehr viel gelacht und ja, die Leute sind alle da geblieben. Ich werde sowieso öfter Lesungen haben. Also das ist sowieso schon geplant. Das waren die hier. Die habe ich da entdeckt.